Hallo, nachdem wir jetzt wissen, was der Sinus ist, also der Quotient Gegenkathete geteilt durch durch Hypotenuse, Entschuldigung, Gegenkathete durch Hypotenuse, gemeint sind natürlich die Seitenlänge der Gegenkathete geteilt durch Seitenlänge der Hypotenuse. Nachdem wir das also wissen, möchte ich mit den weiteren Definitionen voranschreiten. Es gibt ja noch den Cosinus. Der Cosinus des Winkels Alpha ist folgendermaßen definiert. Ja, wenn hier also der Winkel Alpha ist, da oder auch da, in Gelb dargestellt, dann muss man Folgendes rechnen: an Kathete. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.